So, wir haben jetzt 3 Uhr und beide haben wir die Faxen dicke. Uns liegen die Nerven blank. Finito. Ja, hallo, da sind wir zwei Hübschen wieder und ha, haben Sie schon Ihr Weihnachtsgeschenk? Ja, wir haben's schon. Ah, oh, Riesendrama, großes Kino, ganz lange Geschichte. Ja, das war eine Nummer. Sie müssen sich das vorstellen, das war, ja, das ging ins Körperliche, ja, für uns beide, insbesondere für mich, ja. Aber fangen wir mal vorne an. Ja, eine ganz spannende Geschichte, der absolute Kracher. Discounter, Lidl, KitchenAid. Ja, tolle Idee. Für die Frau gibt's. Er kam auf die Idee, ich musste es dann umsetzen. Er war aber mit dabei, er hat mich geistig und mental unterstützt. Eine KitchenAid. Und die kam am 5.12. in den Discounter. Ja, und jetzt stellen wir zwei Deppen uns ja nicht da an mit Hunderttausenden von Hausfrauen und rennen durch den Laden. Also die Nummer drehen wir nicht. Also was haben wir uns gesagt? Wir bestellen das Ding. Genau. Ja, 5.12. beginnt um 0 Uhr. Ja, das heißt lange aufbleiben und dann online den Shop maltetrieren, ja? Bearbeiten, sagen wir doch einfach bearbeiten. Den Shop bearbeiten, denn wir sind auch digital nicht die einzigen gewesen, die es versucht haben. Und das gucken wir uns mal kurz an. So, wir haben 23.59 Uhr und gleich geht der Tanz los. Wir sind bestens vorbereitet. Wir haben mehrere Rechner für die Bestellung an und ich habe ein Tablet. Und der Kollege hat noch das Handy vor sich liegen. Also da kann überhaupt nichts schief gehen. Aber jetzt müssen wir gucken, gleich ist 0 Uhr, ob wir das hier hinbekommen mit dieser Bestellung der KitchenAid. Weil da wird das große digitale Gerenne losgehen. Da bin ich fest, oder da sind wir beide fest von überzeugt. Also, ein paar Sekunden sind es noch. Gucken wir mal, Kollege, sieht gut aus. Gleich ist soweit, ja. Also wir machen das hier parallel mit dem Tablet und Rechner. Also wir sind bestens ausgerüstet. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Also auf geht's. Seite nochmal aktualisieren. Ja. Tut sich nichts. Das ist Käse. Ich kann das Ding noch nicht in den Warenkorb legen. Wir haben jetzt, ja, 0 Uhr. 5.12. Jetzt geht's los, der Warenkorb geht. Also Warenkorb, zack, zur Kasse gehen. Seite abgeschmiert. Wir entschuldigen uns. Ja, das ist nass im Käse. Also, ich gehe nochmal zurück. Ah, ist noch im Warenkorb. Also, bei Ihnen auch noch. Also, bestellen jetzt und Seite kaputt. Also langsam werde ich hier ein bisschen, oder der Kollege wird langsam ein bisschen elchig, ja? Hier geht nichts. Wir haben jetzt kurz nach 2, ja? Und wir eiern hier immer wieder rum zwischen Warenkorb und Produkt. Wir kommen einfach nicht zur Kasse. Es geht nicht. Es will einfach nicht. So, wir haben jetzt 3 Uhr und beide haben wir die Faxen dicke. Uns liegen die Nerven blank. Finito. Die können uns mal kreuzweise. Jetzt wird gar nichts mehr bestellt. Wir gehen jetzt ins Bett. Also weißt du. Ey, da klicken wir hier jedes Mal und jedes Mal. Millionen von Menschen wollen diese Kiste haben. Für uns jetzt Schluss. Wir versuchen es morgen früh um 7. Wie vom Laden. Wir stellen uns einfach an. Aber eben digital. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten das Ding nicht. Tolle Wurst, ja? Was machen wir jetzt? Also, Kollege ganz penetrant simst mich morgens zu. Ja, der hat mich regelrecht wach gemacht. Ja, und dann habe ich mich um kurz nach 7 aus dem Bett gequält. Dann, wenn eigentlich die ganzen Hausfrauen vor dem Laden stehen und dort reinstürmen. Und siehe da, ich konnte völlig schmerzfrei, ohne Ausfälle, diese KitchenAid bestellen. Ja, gibt's denn sowas? Ja, Wunderwelt der Technik. Nachts um 0.30 Uhr oder 3 Uhr geht's nicht.
Aber morgens, wenn die Läden aufmachen, da funktioniert's. Ja, und das Ende vom Lied, wir haben das Teil. Ja, wir haben das Teil. Das würde uns mal interessieren, uns beide. Wann haben Sie so eine Situation gehabt, dass Sie ein mega geniales Angebot im Netz gesehen haben und haben wirklich auf den Punkt genau versucht, es digital abzugreifen und es hat geklappt oder es hat nicht geklappt? Und welche Dinge Sie da erlebt haben, das würde uns mal interessieren. Immer her mit den Geschichten, wir freuen uns und die Weihnachtsgeschenke nicht vergessen, Freunde. Es wird langsam knapp, es wird langsam knapp. Ja, wir hören und sehen uns. Bis nächste Woche. Ciao. Looking, kissing, man, I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him.